sind die Walliser Nachrichten vom Freitag, 11. Juli 2008, unter anderem mit diesen Themen hier. In den Walliser Spitälern will man wieder Disziplinen zusammenlegen, Mineralquelle Pörwader zu Därmen hat ihre Produktion gestartet und Bergbahnen Sasfee transportieren kein Velo mehr auf den Honig. Schön, seid ihr mit dabei. In der Spitalplanung 2008 liegt das Schwergewicht immer noch auf der Konzentrierung des medizinischen Angebots auf weniger Spitäler. So geht die komplette Chirurgie, die Traumatologie und Hals-, Nase- und Ohrenmedizin auf FISP. In Brieg will man dafür ein Kompetenzzentrum für Orthopädie und ein Rehabilitationszentrum einrichten. Auch auf Brieg geht die Altersmedizin, während man die Bette von der inneren Medizin zwischen den beiden Spitälern aufteilt. Am Freitagmorgen hat man einen Pilot von einem Segelflugzeug auf 2600 Meter Binenda tot aufgefunden. Seit dem Donnerstag hat man ihn vermisst und eine Suchaktion zusammen mit der Kantonspolizei gestartet. Der Pilot ist am Donnerstag kurz vor der 6 Uhr am Abend auf dem Flugplatz Sitte zum Rundflug gestartet und dann nicht mehr zurückgekommen. Am Freitag konnten in einer Anlage von Pörlwater Mineralquelle AG die ersten Flaschen abgefiltert kommen. Pro Tag können dabei 200'000 Flaschen gefiltert kommen. Laut Cyril Boine, Marketing- und Vertriebsleiter vom Thermenwasser, sind das Mineralwasser gerichtet für die Konkurrenz. Für den Vertrieb im Wallis schafft man mit der Firma Welchem SA zusammen. Für den Transport ins Ausland braucht es noch eine Bewilligung von der SBB zu Bären. Die Bergbahnen von Sasfee haben kein Velo mehr auf den Honig transportieren. Laut Bernhard Pfammatter, Geschäftsführer der Bergbahn Sasfee, haben wir so entschieden, weil sich Wanderer auf den Wegen nicht mehr sicher gefühlt haben. Vor allem die Downhillner haben sich nicht an die vorgegebenen Strecken gehalten. Wir suchen aber noch Lesungen, sowohl für die Velofahrer als auch für die Wanderer. Im Alters- und Pflegeheim Ringacker zu Leig geht mit einer Aktivierungstherapie neue Wege. Verschiedene Tiere, so unter anderem Enten, Fische, Schafe und Äschle, sollen im Alltag von den Heimbewohnern eine wichtige Rolle spielen. Laut dem Projektleiter Klaus Hischer soll das Programm den nächsten Frühling starten. Am Donnerstag war RRO einen Tag lang mit der Kantonspolizei unterwegs auf Patrouille. Dabei hat man die Gelegenheit gehabt, die alltägliche Arbeit der Polizei am Radio mitzuverfolgen und näher kennenzulernen. Der Sommer, der nimmt sich eine kurze Auszeit. Ob sich die Sonne am Wochenende vielleicht doch noch mal durchsetzen, wir finden es uns im Walliser Wetter. Der Freitag war am Morgen noch sonnig, gegen Nachmittag hat es aber immer mehr überzogen, lokal ist sogar regnen. So sieht man es auf dem Bild von der Wetterkamera zu Oberwald. Auch am Samstag mag sich die Sonne nicht wirklich durchsetzen, es ist bewölkt im Oberwallis. Der Regenschirm ist wahrscheinlich der ständige Begleiter, es kommt nämlich regnen. Aber auch die heissen Temperaturen, die haben eine Pause eingelegt. Am Samstag gibt es im Aletschgebiet noch 27 Grad, im Talgrund 28 und in Zermatt 20 Grad. Auch der Sonntag verspricht nicht gerade sommerliches Wetter. Dicke Wolken gibt es da noch am Montag und bis am Dienstag müssen wir immer wieder mit Regen rechnen. Die Temperaturen machen dann Sprung im ab bis auf 21 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Merci vielmals für die Schalte und ein schönes Wochenende.